Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der im vergangenen Jahr ausgehandelte Kompromiss zum Atomausstieg ist nach Ansicht der Industrie noch nicht vollends unter Dach und Fach. Strittig zwischen Kraftwerksbetreibern und Regierung sei weiter die Haftungsfrage, sagte der Präsident des Deutschen Atomforums Meichel dem Südwestrundfunk. Angestrebt werde eine Solidarlösung, bei der die Betreiber im Schadensfall füreinander einspringen. Der Atomkonsens sieht vor, die Pflichtversicherung für Atomkraftwerke deutlich zu erhöhen.